Hallo Leute, herzlich willkommen hier mit News World of Tanks. Wir drehen. Nein, ich kann das einfach nicht. Wir drehen heute eine neue Folge. Das Leben im Punkt, Punkt, Punkt. Wir hatten das Leben im Conqueror und jetzt machen wir mal richtig harten Stoff. Sollen wir den E100? Nein, das kann ich heute nicht bringen. Oh nee, ich weiß nicht. Seid ihr wirklich bereit dafür? Der ist so mies, dass ich da überhaupt keine Besatzung mehr drauf habe. Dann packe ich die schnell um. Ich spiele den gar nicht mehr. Egal. Und E75 Besatzung drauf und ab geht die Luzi. Ja. Also, nochmal. Herzlich willkommen hier. Minus World of Tanks, wir drehen eine neue Folge. Das Leben im E100. So, ich spiele mit HE. Mit HE geht's. Aber, Moment, einen Schluck Kaffee. Aber Leute, wenn ihr das nicht aushaltet mit dem E100, dann klickt jetzt weiter. Ich bin wohl der schlechteste E100-Fahrer, den es gibt. Und hier ist echtes Noob-Gameplay geboten. Und wenn ihr darauf steht, dann bleibt dran. Mal gucken, ob wir ein, zwei Replays hochladen kann. So, Geisterstadt. Natürlich geil mit zwei Arti, oder? Ja, ihr wisst ja, meine Freunde meines Kanals. Ich liebe Arti. Gut, laden wir gleich mal HE durch. Ich bin jetzt kein direkter Freund vom Städtchen, aber im E100 mache ich mal eine Ausnahme. Fahren wir mal rein in die City und kriegen richtig schön in die Fresse, weil dir alles durch den Turm holst oder sonst wo. Wie gesagt, es wird jetzt ein richtig harter Stoff geben, also das wird richtig heftig. Wenn ihr es nicht aushaltet, wenn euch das zu viel wird, dann klickt einfach weiter und freut euch aufs nächste Video. Aber ich habe gedacht, ich mache jeden Panzer jetzt mal durch. Also im E100 ist nicht viel Platz mehr, da haben wir alles drin. Ne? Vom Kommandanten über Funker, Ladeschütze, alles Mögliche. Da ist voll die Luzi. Viel Platz ist nicht mehr drin. Holy shit, Bananas! 973! Aber dann gibt es diese Momente, okay. Aber diese Momente hast du nur einmal im Jahr in dem Ding. Oh, es hat ihm gereicht. Eieieiei. Ich schimpfe noch gerade. Okay, ich sollte mir das angewöhnen, über Panzer zu schimpfen. Vielleicht klappen da mal die Schüsse. Also dieser Panzer ist echt, echt, Leute, echt mies. Der taugt nix, gar nix. Oh, ich bin ein bisschen scharf auf die Mets da drüben. Warte mal. Okay, harter Stoff. Wir haben ja Zeit. Heieiei, der hat aber gesessen, AMXle, hä? Heieiei. Es tut mir leid, es ist wirklich kein Snapshotter. AMX, überlegst du dir das? Überlegst du dir das ganz genau, was du jetzt tust? Da war er tot. Wir warten auf die Fehler der anderen. Oder wir machen selber welche. Hopp. Und nochmal. Hopp. Oh. Das steht aber gut. Lass mal eine Runde bouncen. Ich sehe den E50 nicht. Das ist das Problem. Da ist er doch. Können wir versuchen, den TVP in den Arsch zu schießen? Ich bin ja schon dabei. Oh, die Stresser. Ja, das ist echtes E100 Gameplay. Ihr seht schon.
Ja, der TVP verpisst sich. Muss dem FV helfen. Ich habe euch gewarnt, Leute. Versuch sie ein bisschen. Na? Ich habe euch gewarnt, Leute. Der Motor hat Aussetzer. Ich bin ja schon weg. Bin doch schon weg, Leute. Hilfe, wir stehen. Ich bin E100. Bitte nicht. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich den Turm nicht gedreht habe. Bringt gar nichts in der Situation. Bei dem langsamen Heavy. No chance. Geile Niederlage, 15-2. Jawohl, das ist harter Stoff, Leute. Wenn du dann versuchst, da mit deinem schweren Turm da groß rumzudrehen, bist du auch genauso schnell tot. Dann spekulierst du lieber auf den, der vor dir steht, dass er nochmal rausfährt. Dann kannst du ihm nochmal eine 500er Schelle oder so geben. Boah. Das kannst du vielleicht in dem Med probieren, ne? Wild hin und her wedeln. Mit der Palme. Okay, so, wir wollen jugendfrei bleiben. Ah, war das geil. Ich glaube, ich gebe mir höchstens 2 Spiele. Uiuiui. Und dann packe ich ihn 2 Jahre wieder nicht mehr aus. Aber der erste Schuss, der war geil. Der hat sich gelohnt, oder? Ja, das ist ein bisschen besser jetzt. Jetzt haben wir vielleicht eine geringe Chance mitzuhalten. Die Achter dürften es nicht schaffen. Die Neuner und die Zehner penetrieren dich. Aber die Achter... Was macht ein guter Heavy? Ihr wisst's. Ja, fährt Eckenbumsen. Und die HE natürlich wieder durchladen. Eben da hast du manchmal Glück, wenn du so ein Med oder ein Light erwischst, dann hast du so eine 800-900. Machst dann in einem Schuss. Und dann kannst du ganz friedlich sterben in deinem E100. Jo. Arthur, give me please support A7. Das ist aber lieb, wie er fragt, oder? Also, wenn ich jetzt die Arti wäre, würde ich ihm Support geben. Ach, ich habe ja so ein blödes Helfer-Syndrom. Kennt ihr das? Helfer-Syndrom? Gibt es Zuschauer, die das auch haben? Ich fahre oft hin und will einfach nur helfen. Und auf dem Weg dahin sterbe ich. Aber ich hatte ein gutes Gefühl. Oh ja, T30-Turm, ich stehe drauf. Komm, komm, komm runter mit der Kanone runter. Runter, runter. Oh! War ich zu weit. Oh, ich war zu weit rechts. Das ist nicht gut. Mm-mm. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe mich etwas verkalkuliert. Ich glaube, der campt da hinten drin.
Was ist da? Badger steht da auch. Der Badger hat mir jetzt eine. Na egal. Ja, ich bin genau am richtigen Ort, um gnadenlos auseinandergenommen zu werden. Ups. Den Skorpion haben wir auch. Okay, alles klar, Schiff. Okay, mir fickt wieder alles durch. Jawohl, wunderbar. Schnauze voll. Schnauze voll. E100. Ich liebe ihn. Der Panther chillt einfach mal. Wo muss es sein? Alles klar. Panther, bist du AFK? Der ist AFK, scheiße. Ich könnte ihn rausschieben. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. So, Brokettchen, den hast du zurückgekriegt. My friend. Ah, da ist er wieder. Hi. Hast du Kaffee gemacht? Na gut, das ist der einzige Grund, warum ich das verstehe. Ach komm jetzt, troll mich nicht. Oh, der steht da noch, ich weiß es. Nicht richtig. Der hat gesessen, glaube ich, oder? Hm, da kommt der 50er. Wo ist er denn? Brauchen wir uns schon? Oh, bin schon wieder offen. Was für eine Scheiße. Aha, der Badger verlagert sich. Puh, guckt mal den Turm an. Seht ihr das? Da brauchst du nicht versuchen. Da wartet doch nur der 65er. Ich muss den Badger in den Arsch schießen, das wäre jetzt egal. Ich weiß, dass der nur wartet, der Bogetto. Oh Panther, wehr dich halt. Feuererlaubnis erteilt. Wo sind sie hin? Wir haben sie bös erwischt. Himmel, lass mich doch leben. Bitte. Huch. Immerhin. Typisches Bild. Keine Eier in der Hose. Die hatten eigentlich schon längst. Guck mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schätze mal, es waren 7 oder 8 Panzer. Da hätten sie ja längst durchdrücken können hier. Das ist das Problem von vielen, dass sie die Minimap nicht lesen können. Und das 430U
Stand lange Zeit hier hinten. Der hätte eigentlich auch ein bisschen mit vorfahren können, weil das 430U hat einen Turm. Vorne gehen wir mal auf die ohne Eier. Das 430U hat einen 300er Turm frontal. Also ist eigentlich, könntest du gut mit den Heavys mithalten. Sehr gut sogar. Und sie stehen halt immer noch hier rum und lassen sich jetzt dummerweise abfarmen. Der erste ist schon tot. Das wird er dann schnell bestraft. Wer den Finger nicht aus dem Arsch kriegt, der wird einfach einkassiert. Leute, gewöhnt euch an. Dieses Ding hier ist eine Minimap. Kann man groß machen, kann man klein machen. Ne? Ich habe es mir jetzt angewöhnt, ich habe es eigentlich immer so gehabt. Ich mache jetzt langsam so. Beachten. Auch als Noob. Und wenn ihr seht, dass ihr doppelt so viel Panzer seid, müsst ihr einfach vorfahren. Gut. Das wäre jetzt dumm gewesen, davor zu fahren, weil das haben sie nicht gecheckt. Aber eben, das lernt man zum Beispiel in dem Clan. Bisschen Gameplay. Oh, die Tarnung ist nicht schlecht. Wow, Emil. Das ist so sexy. Was ist denn das? Aha, die gefällt mir. Leute, wo kriege ich die? Ist es ein Special oder? Nicht schlecht, oder? Jo. Oh. Die haben jetzt einfach nur Riesenschwein, dass sie wahrscheinlich das Spiel noch gewinnen. Aber ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. 70, 80% der Fälle. Wir haben ja auch einen guten Foch, also der ist relativ. Der hat jetzt alle gesnackt hier hinten. Verlierst du einfach. Wenn die eine Seite durchbricht und die andere kriegt halt den Finger nicht aus dem Arsch, weil sie Überzahl nicht erkennt und die Minimap nicht beachtet, dann verlierst du normalerweise. Aber die Foch macht ein gutes Spiel. Gehen wir mal auf die. Müssen wir mal loben, den Kerl, oder? Komm, den schaffst du. Soll ich ihn jetzt loben, bevor den gekillt hat? Ja, ich lobe ihn einfach. Ah, er ist tot. Wegen dem haben wir das Ding gewonnen. Wegen Mr. Stahlfresse. Gefällt mir. Ist geil. Jawohl. Das macht er richtig gut. Der Bub. Aber normalerweise hätte man das verloren. Wie gesagt, ich wiederhole mich gerne nochmal. Ne, ich wiederhole mich jetzt nicht mehr. Ihr kennt es ja, ne? Die Foch hat's drauf. Naja, jetzt. Komm, Unterwanne. Ja, du hast deinen Kommandanten verloren. Selber schuld. Gut. 6 Kills hat er. Mal gucken, was der an Damage hat. Oh, okay. Ah, das 430 war ja auch. 430U war ja auch legendär, oder? Boah, wie der da hinten rumstand. Yo, Baby, yo, Baby, yo. Und das ist noch eine bessere Runde im E100. Ne, wenn du über 2000 hast. Hat er gut gemacht. 30.000 Gefecht, 54% Winrate, ja. Cooler Wehrpass. Hätte ich auch gern. Nein, nein. Ja, ich spiele es just for fun. Ach, ich bin überlegen, soll ich euch noch eine E100-Runde irgendwie. Ach, komm, scheiß drauf, ey. Drei Runden, ab geht er. Jetzt nochmal richtig schön in die Fresse kriegen. Und dann kommt er wieder in die Garage. Ich weiß nicht, was haltet ihr von dem Ding? Oh, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Uiuiui. Jawohl. Damit es auch richtig lohnt, ne? 10er only.
E5 Typ 5. BZ111 5A. So übrigens auch mein nächster 10er. Shit. Oh, die Vorfreude ist immer die schönste Freude. Okay, ich werde ein bisschen abgammeln irgendwo. Versuchen ein paar Abstauber zu machen. Ich brauche da nicht frontal dagegen zu fahren. Muss ich gar nicht. Boah, ist das nicht traurig. Der E100, das war mal echt ein geiler Panzer. Ich weiß, es war mein erster 10er. Schwelgen wir mal ein bisschen in Erinnerung. Und ich war so stolz. Immer hieß es, go E100, go E100, ja! Immer wurde ich vorgeschickt, immer mitten an die Front vor. Jetzt interessiert es keinen Schmerz mehr. Jetzt bist du nur noch eine Damage-Pinata. Naja, die guten alten Zeiten, ne? Als ich und der E100 noch jung waren. Vor 8 Jahren. Ja, Leute, es ist wahr, so lange spiele ich das schon. Gut, die Mitte ist völlig frei. Das heißt, wir kriegen richtig schön in die Seite gleich. Ja, ist geil, oder? Ist schon wieder loose hier wahrscheinlich. Was mache ich denn jetzt? Versuchen wir hier zu parken. Und warten mal, ob das einer aufgeht. Zumindest habe ich die Ecke hier. Okay, sie drücken schon durch da unten. Das ist schon mal... Das ist gut jetzt, weil wenn sie sich auf dieses Stehscharmützel einlassen würden, würden sie irgendwann hier von der Mitte aus kriegen. Dann ziehen die meistens hier runter und dann ist das Spiel vorbei. Und demher machen die das ganz gut, obwohl sie jetzt, glaube ich, gerade in ihren Tod fahren. Jetzt kommt wieder mein Helfer-Syndrom. Ich hasse mein Helfer-Syndrom. Komm noch mal raus. Ah, er kommt noch mal. Ich riech das. Die kennen sie doch, die Habaschen. Ah, guck mal. Was haben wir denn da? Hallo. Alles gut bei dir? Der war lecker. Der war. Gekrille, den habe ich dir jetzt weggeschnappt, gell? Ich weiß. Der war richtig lecker. Komm, Grille. Follow me. T100 Light is coming, baby. Ach, du Angeber. Ach, der Schnelle, ey. Schießt dir gleich in den Arsch. Alter, Team Damage ist aus. Lohnt sich nicht. Nein, sowas würde ich nie tun. Ja, ich komme ja, mein Süßer. Ich bin nicht so schnell. Und die Grille will flutten. Die Grille mobile. Die Bull. Ah! Wenn du aufgehst, die 100, weißt du, schlägt gleich ein. Oh, mon Dieu. Und doch nicht. Hallo. Ich bin's. Mit einer Turbo-Endgeschwindigkeit von 25 km/h. Oh. Ah ja. Oh. Oh. Ach Mensch. Ja, ja, lass dich droppen, Baby. Lass dich droppen. Ich bin hot. Das muss wehtun. Jetzt kommt der E100 Porsche. Jetzt räume ich das Feld von hinten auf. Ach Mensch. Immer diese Italiener. Immer diese Italiener. Immer diese Italiener. Na Spaß, ich geh sterben.
Servus, alles gut? 60 dB. Das war auch wieder eine typische E100-Runde. Ein bisschen aufgelockert durch meine sinnbefreiten Sprüche. Was willst du machen? Ja. Gott. Okay, Leute. Es tut mir leid. Also mehr mit 3 Runden halte ich auch nie aus in der in der Kiste. Das soll es gewesen sein. Wir packen ihn aber, ich verspreche euch, ich packe den das nächste halbe Jahr nicht mehr an. Nur wenn ich verführt werde. Und ihr wisst, wer mich verführen kann, den E100 zu fahren. Ja. Aber ich sage jetzt keine Namen. Hui. Gott. Ja, das soll es gewesen sein. Der nächste Panzer wird besser, ich verspreche es euch. Vielleicht der 53 M Toldi? Nein. Ich würde sagen, dann der nächste, keine Ahnung. Oh, aha, aha. Bisschen HE fahren? Hm? Könnte man, oder? Schauen wir mal. Ich habe den behalten und er hat eine schöne Dörp-Kanone. Der macht Spaß. Gut, das soll es gewesen sein. Ihr wisst, der übliche Spruch. Ihr könnt abonnieren. Schaut mal wieder rein. Sagt Hallo. Schreibt doch mal was in die Kommentare. Ich beantworte es immer ganz gerne. Seien es in Beleidigungen. Aber ich muss sagen, ich habe wenig Zuschauer, die mich wirklich beleidigen. Also ich finde euch richtig cool. Macht Spaß mit euch. Und jo. Wie immer, wenn ihr einen Clan sucht, schreibt mich in-game an. Wir suchen ganz normale Wahnsinnige. Okay, soll es gewesen sein. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.